Sehr geehrter Herr Bundesminister, welche Bedeutung haben für Sie Genossenschaften und andere Mittelstandskooperationen für die Entwicklung unserer Volkswirtschaft? Erst einmal, ohne irgendjemandem was absprechen zu wollen, aber der Fokus ist in der Öffentlichkeit ja ganz häufig auf der großen deutschen Industrie und ihren sehr starken Unternehmen. Aber Deutschland ist geprägt, die deutsche Wirtschaft, vom Mittelstand. Das ist das Rückgrat und ich würde sagen auch noch Sehnen und Muskeln der deutschen Wirtschaft und damit der deutschen Gesellschaft. Wirtschaft ist ja nicht etwas, was man so nebenbei hat. Das ist unser Leben. Die Wirtschaft ist unser Leben und innerhalb des Mittelstandes sind die Kooperationsmodelle, die Genossenschaften einerseits vielfältig und andererseits natürlich ein schönes Zeichen, aber auch ein sehr erfolgreiches Modell, wie der Mittelstand sich selber stärkt. Und ich bin ein großer Fan von diesen Genossenschaftsmodellen und das geht ja quer über alle Branchen, weil sie die Selbstwirksamkeit, diesen Selbstorganisationsgrad und damit die Robustheit der Wirtschaft erhöht. Und von den Banken bis zu den Meiereien ist es eine Erfolgsgeschichte in Deutschland.